Hallo, liebe Community, ich freue mich heute wieder live zu sein. Heute mit einem speziellen Gast, nämlich der lieben Oleg. Oleg ist Vertriebsprofi und Leistungssportlerin und hat eine ganz spannende Geschichte mitgebracht. Heute geht es darum, das große Warum im Leben, das uns begleitet und den Erfolg auch bestimmt mit dem, was man sich als Visionen aufbaut und immer weiß. Ich habe einen Grund, warum ich das Ganze tue. Ich sage einfach herzlich willkommen, lieber Oleg. Schön, dass du heute die Zeit genommen hast und bei uns bist. Vielen Dank, Jessie. Ich freue mich auch riesig auf unseren heutigen Gespräch, ganz speziell für mich. Und ja, also lass uns loslegen. Bin Ja, gespannt. sehr gerne, sehr gerne. Oleg, du bist ja in jungen Jahren nach Deutschland gekommen und praktisch ohne Perspektive. Und wir haben ja heute als Hauptthema das große Warum. Und ich möchte das Ganze mit einem Zitat auch starten. Das Zitat ist von Magda Bentrup und das ist: Lass dich nicht gehen, geh selbst. Und das passt unwahrscheinlich gut zu dir, als du dich entschieden hast, nach Deutschland zu kommen. Das war keine einfache Entscheidung. Erzähl doch mal der Community erstmal, wer du bist und warum du damals nach Deutschland gekommen bist. Ja, also ich bin Alexandra Eichhorn, ich bin 34 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Ukraine, aus Odessa und ich arbeite seit 7 Jahren schon im Direktvertrieb, die letzten Jahre auch in führender Position und ja, das ist einfach jetzt, sage ich mal, so ein Teil meines Lebens, wenn nicht größter Teil, ne? Und damals war das so, genau vor 15 Jahren, ist es jetzt schon her, habe ich meinen Mann kennengelernt. Ja, dann kam das plötzlich, oh, ups, er wohnt ja, er ist in Deutschland. Und in dem Moment wollte ich gar nicht umziehen. Ich hatte wirklich gute Perspektiven und Zukunft in mein Heimatland. Ich hatte alles, ich war bekannt und im Prinzip stand mir nichts im Wege, erfolgreich zu sein, sage ich mal, überall. Und dann plötzlich kommt er und dann habe ich einfach mein Herz zugehört, obwohl alle dagegen waren und ja, es hat ja nichts für uns gespielt, ja, alles nur gegen. Aber das war, also dieses Gefühl, was ich hatte, das war einfach zu groß, ja. Und dann habe ich mich entschieden, ja, ich komme zu ihm. Es war mir damals natürlich auch gar nicht bewusst, was das bedeutet, um ehrlich zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte nie, dass es so kompliziert wird, teilweise schwer. Aber ja, das war die Entscheidung, welche ich nicht bereue heutzutage. Super, du hast auch nie aufgegeben, du bist eine Kämpfernatur. Du hast ja in jungen Jahren schon diszipliniert gearbeitet. Das heißt also, du warst ja Leistungssportlerin im Bodybuilding und das bewundere ich ja. Also wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben Parallelen gehabt, auch in der Berufswelt, dass wir Kollegen auch waren. Und als ich mir die Fotos angeschaut habe, wie du damals ausgesehen hast, wow, ich meine, du hast jetzt immer noch eine Top-Figur, muss man sagen, aber damals die Disziplin, die dahinter steckt, ich bewundere das bei jedem Leistungssportler, da auch das so durchzuziehen. Und das ist, glaube ich, auch dein Naturell jetzt im Job. Und als du nach Deutschland gekommen bist, hast du sofort auch deine Karriere begonnen. Erzähl doch mal, wie war das damals? Ja, das war relativ schnell. Also weil ich bin einfach so aufgewachsen, so erzogen worden, dass man darf ja nie an einem Platz sitzen. Man darf nie die Zeit verlieren. Die Zeit ist viel zu kostbar. Du kannst alles nachholen oder alles erreichen, verdienen, nur die Zeit nicht. Ja, und da muss man wirklich jede Minute zu deinem Guten ausnutzen. Und ich war in dem Moment schon mal schwanger, wo ich nach Deutschland gekommen bin. Ich habe meine Tochter auf die Welt gebracht und dann gleich, wo sie noch ganz Baby war, habe ich ja mit Deutschkurs angefangen, beziehungsweise kein Deutschkurs, sondern ich habe einfach das Buch genommen in der Hand und mit Kinderwagen diese Karteikarten einfach so selbst mir Deutsch so gut wie möglich beigebracht, sodass ich wirklich schnellstmöglich in Berufsleben einsteigen kann. Und ja, habe meinen Führerschein gemacht, alles Mögliche, alles auf Deutsch, was da einfach auch keiner verstehen könnte. Warum? Weil
Heutzutage kann man ja auf alle Sprachen der Welt Führerschein machen hier. Aber nö, das war, da war ich ganz stur. Ich will ja auf Deutsch alles machen, weil ich diese Sprache beherrschen möchte. Ja. Und dann bin ich in ganz normal in Vertrieb Innendienst angefangen habe zu arbeiten. Das war eine gute, harte, interessante Schule für mich. Aber es war mir ganz klar, nach ein paar Jährchen von jeden Tag Büro und jeden Tag das Gleiche, war mir ganz klar, das ist eigentlich nicht für mich. Dafür bin ich nicht geboren. Das kann ich sehr schwer. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich mein ganzes Leben jeden Tag das tun werde. So, und dann natürlich war der nächste Schritt getan. Ich bin einfach umgezogen. Schon wieder. In Deutschland. Weil ich habe dann an rumgeschaut, wo habe ich Perspektiven, wo gibt es Möglichkeiten, wo, ja, ich habe einfach immer nach Lösungen für mich gesucht. Ich habe versucht, nicht zu jammern oder zu meckern, wie, ob mir das passt oder nicht passt. Nein, ich habe gesagt, okay, es gibt immer einen anderen Weg, muss geben, weil ich das so will, weil ich das so sehe für mich. Und dann habe ich einfach, ja, erst gesucht nach sonniger oder nach sonnigster Platz in Deutschland, nach wärmste tatsächlich. Und das war so ein Frankfurter Raum, so da ungefähr. Und dann habe ich dann einfach eines Tages meinem Mann gesagt, hey, wir ziehen hier um, da in die Karte. So gezeigt. Da war er schon wieder so ein bisschen baff, aber er wusste, dass ich ja niemals einfach sowas mache. Und dann sind wir umgezogen. Und da, das war echt, war auch schon wieder das Richtige, was ich gemacht habe. Ich habe schon wieder auf mich zugehört oder auf mein Herz, auf meinen Inneren, hatte so ein inneres Gefühl, ja, ich mache das richtig. Und ja, wir sind umgezogen und da habe ich direkt Vertrieb kennengelernt. Und das war auch was ganz Besonderes. Also das ist ein Leben für sich, denke ich mir, finde ich. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es ist also so, dass du immer dein eigenes Warum hattest. Du hast deine Ziele vor Augen gehabt. Du hast dich in der Führungsposition quasi schon gesehen. Und wenn du sagst, du hast dich in den Direktvertrieb verliebt, kann ich das gut nachvollziehen. Es geht ja da ganz eng mit den Menschen auch zu arbeiten. Du bist ein Menschenmagnet, das muss ich einfach sagen. Das, was du in deinem Leben erreicht hast, das muss man dir erstmal nachmachen. Da kommt so schnell keine andere Person dran. Du hast deutlich immer gezeigt, dass du mit zu den Besten gehörst. Und das habe ich in der Vergangenheit immer bewundert. Und jetzt bist du in einer Führungsposition, national, dass du führst, dass du Führungskräfte führst, dass du für das Unternehmen, für ganz Deutschland quasi zuständig bist. Und da kannst du wirklich stolz drauf sein. Und das liegt nur daran, weil du immer dein Warum auch vor Augen hattest. Kannst du uns sagen, wie du das Warum für dich definiert hast? Wie bist du darauf gekommen und wie hast du es für dich immer wieder visualisiert oder fokussiert? Ja klar, also das ist, es ist so, ich habe ja, seit ich kleines Kind war, mir immer Ziele gesetzt, weil es, am Anfang war das mir einfach interessant. Ich mochte das Gefühl, wenn ich was erreiche. Es war einfach so Spaß als Kind, ja, sozusagen. Und dann irgendwann hat sich das in diese Zielstrebigkeit entwickelt und aber auch dass ich dann einfach für mich entschieden habe, okay, was will ich denn erreichen? Ich habe schon immer mit mir selbst gearbeitet, sehr tief, ja, mit meinen eigenen Wünsche und Ziele und aber auch mit, wie kann ich was erreichen? Und ich habe dann relativ früh festgestellt, dass wenn man ja richtige Ziele setzt, ja, und wenn man richtig wirklich fokussiert daran arbeitet, dann früher oder später bekommt man das, was man möchte. Und es ist egal, in welchem Bereich, ob das privat, beruflich, Sport. Und dann noch eins, ich habe mir auch festgestellt, dass man jeden Tag einen Schritt mehr machen soll, als man machen könnte. Also immer wieder ein Stück besser sein als ich selber gestern. Und dann mit dieser ganzen, mit Kombination von diese, was will ich, wann will ich das, wie und Stück besser sein, wenn du das kombinierst, erreichst du deine Ziele ganz einfach. Und in jedem Stück von meinem Leben gab es ja verschiedene Warums, natürlich. Ja, es gab erstmal, warum
Warum ich nach Deutschland kam, klar, wegen meinem Mann. Das war mein erstes Warum, mit ihm zusammen zu sein, eine Familie zu gründen. Dann einfach, wo, wenn du dann in ein fremdes Land kommst, möchtest du auch den Leuten, den Menschen zeigen, dass du was wert bist. Ja, das geht ja vielen so. Man hatte das Gefühl, man ist nichts wert. Und dann wollte ich unbedingt den Menschen, den Leuten das zeigen. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich kann ja auch sehr viel und auch gut. Ja, dann kam das einfach ja, in Berufsleben rein. Warum will ich dann Führungsposition haben? Wollte ich ja nicht am Anfang auch. Also das wollte ich nicht am Anfang. Am Anfang mein Ziel war, so viel Spaß an der Arbeit haben, wie es geht. Dass ich immer wirklich gerne auf die Arbeit gehe. Und dann hat sich festgestellt, okay, mir macht am meisten Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und wo gibt es das mehr als im Direktvertrieb so viel Menschenkontakt als bei uns? Nicht irgendwo. Also ich kenne keine andere Branche, wo man so viel mit Menschen arbeitet zusammen. Und da, aus dieser ganzen kam dieses Warum, okay, da will ich nicht einfach mit Menschen arbeiten, da gehst du einen Schritt weiter, ja, immer wieder, jeden Tag. Dann will ich ja besser sein als ich selber. Und wenn du immer wieder mit dir selbst, also dich selbst verbesserst, dann plötzlich kommt, wow, ich bin besser als jeder andere. So, und dann das Gefühl hast du einmal und dann wirst du halt einfach immer wieder haben. Das ist wie Drogen, ne? So bist du echt süchtig danach, nach diesem Erfolg. Ja, und dann kommt das Schritt für Schritt, hast du ja jeden Tag einen anderen Warum und ein anderes Ziel. Und das macht mir einfach Spaß, diese neuen Ziele zu erreichen und wirklich mich selbst zu analysieren und dann aber auch ein Stück besser sein als vor ein halbes Jahr oder vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen. Das ist einfach wahrscheinlich mein Charakter oder meine Natur sozusagen. Super. Also das ist ja so, dass wenn Menschen sich reflektieren, und das machst du ja regelmäßig, am Ende des Tages zu schauen, okay, was ist gut gelaufen, was kann am nächsten Tag besser laufen, dann hast du automatisch auch am nächsten Tag eine Verbesserung deiner selbst, deiner Fähigkeiten. Zum einen, du entwickelst dich weiter und da gibt es verschiedene Medien. Jeder hat ja sein Lieblingsmedium. Der eine liest Bücher, der andere hört Hörbücher, der andere schaut sich gewisse Sendungen an, Wissenssendungen über alle möglichen Themen. Wir werden ja heutzutage versorgt von den Medien mit YouTube, mit Netflix, wobei die Geschichte, ein Buch in die Hand zu nehmen, durchaus zielgerichteter ist, als Netflix zu schauen. Aber ich bin da jetzt kein Profi, was Netflix betrifft. Da gibt es mit Sicherheit auch Fortbildungssendungen, die man da schauen kann. Aber es geht darum, zu schauen, was macht mir Spaß? Wo bin ich denn überhaupt in der Lage, mein Wissen aufzubauen und besser zu sein als andere? Wo kann ich mich als Experte auch positionieren? Und du hast für dich selber die Persönlichkeitsentwicklung als auch deinen Wunsch, gut zu sein, vielleicht auch besser zu sein als andere, dein Motivationsfaktor einfach zielgerichtet mit dem, was dir Spaß macht und was deine Wünsche sind, was dich glücklich macht, kombiniert. Und das ist eine ideale Geschichte, um auch im Leben voranzukommen, damit wir uns nicht auf der gleichen Stelle bewegen oder vielleicht sogar einen Schritt zurückgehen, sondern immer nach vorne bewegen. Jeder hat ja auch seinen Grund, warum er auf der Welt ist und seine Pflichten zu erfüllen. Davon bin ich überzeugt und ich weiß, dass du auch genauso denkst. Und das ist ein super Weg. Oleg, also kannst du der Community sagen, was so dein Hauptmotivationsfaktor in der Vergangenheit immer wieder war? Mein Hauptmotivationsfaktor war, mich selbst zu finden, mich glücklich zu finden, der Grund für morgen zu finden, weil es war, ich sag mal so, es war wirklich ein Umbruch für mich mit dem Umzug. Das war richtig schwierig, mich selbst wiederzufinden. Und das war echt sehr lange, lange, lange Zeit, mein Warum, mich selbst zu finden, wieder ich sein, wieder glücklich sein, nicht nur in der Familie, sondern generell in allen Bereichen glücklich sein. Und das war am Anfang war mein größtes Warum. Ich wollte unbedingt wieder gut auf die Beine stehen und wieder jeden Morgen glücklich aufwachen.
Und das war das Erste. Und dann hat sich das immer wieder ein bisschen geändert. Das ist klar. Wenn du einmal auf dem Platz 1 warst, dann denkst du, okay, was kann ich denn morgen tun, dass ich ja höher gehe? Kann ich höher gehen? Ja, komm, kannst du. Bestimmt kannst du. Was muss ich dafür tun? Weißt du, das ist ja so ein Selbstdialog mit mir selbst, ja? So ein Gespräch mit mir selbst. Okay, was musst du dafür tun? Okay, hey, versuch mal das, versuch mal jenes. Und dann habe ich immer wieder einfach mir diese Planke höher und höher gesetzt, weil in dem Moment war ich wieder ich und war ich wieder glücklich. Ja? Und das ist bis jetzt, glaube ich, einer der höchsten Warums. Irgendwann wird das in die Positionen kommen, zum Beispiel. Ich will eine bestimmte Position im Job erreichen, ja, weil in Direktvertrieb gibt es ja Gott sei Dank ja solche Sachen. Ich bin ja, kriegst du Position höher und höher, kannst du höher gehen, deine Karriere aufbauen. Dann sagst du, ey, morgen möchte ich Verkaufsdirektor von Deutschland sein, übermorgen von Deutschland, Österreich, Schweiz, dann noch was, ja, also das sind einfach nur Namen für mich, ja, für die Selbstentwicklung sozusagen. Und ja, da habe ich immer hingewollt, ja, und das war für mich kein Weg zurück, gab es nicht, keinen Schritt zurück. Manchmal schon, natürlich, wie im Tanz, musst du 2 Schritte zurück machen, um dann 3 Schritte nach vorne wieder machen, aber das ist ja schon ein bisschen so, ja, Schachmatt spielerisch, ja, sozusagen. Das habe ich ja auch oft gemacht in meinem Leben, ein paar Mal zurück, also ein paar Schritte zurück gemacht, aber ich wusste ganz genau wofür, immer. Na, ja, und das ist Schritte zurück, um Anlauf zu nehmen, oder? Ja, ganz genau, um Anlauf zu nehmen und einfach ein bisschen mehr Schwung zu haben, um schneller da zu sein, wo ich dann sein will, ganz klar. Und ja, das werde ich einfach jedem wirklich empfehlen, arbeitet mit euch selbst, fragt euch selbst, wofür macht ihr was? Warum steht ihr heute auf und was wollt ihr denn an dem Tag erreichen? Heute, morgen, in einem Monat. Das macht echt Spaß, ich sag's euch. Ja. Bist du auch ein Fan davon, deinen Kalender zur Jahreswende zu nehmen und zu schauen, okay, was ist in dem Jahr gelaufen und was möchte ich im nächsten Jahr erreichen? Also ich schreibe in meinen Kalender immer Personen mit auf, die ich entweder näher im Kontakt haben möchte, um mich gemeinsam mit diesen Personen auch weiterzuentwickeln. Aber ich schreibe auch auf, okay, wen kannst du unterstützen? Setz mir selber Visionen, um meine Ziele zu erreichen. Da gehört natürlich auch Akquisearbeit dazu. Als Trainer und Coach muss man ja auch zwischendurch mal akquirieren, obwohl ich da mit Empfehlungen sehr gut auch vorankomme. Aber im Endeffekt geht es darum, sich selber zu reflektieren, was war das Jahr und was ist im nächsten Jahr wichtig, was möchte man selber auch erreichen. Und der eigene Invest in die Persönlichkeitsentwicklung ist mir immer sehr, sehr wichtig, weil wer selber sich nicht weiterentwickelt, bleibt an der Stelle stehen. Und es gibt meiner Meinung nach nichts Schlimmeres, als stehen zu bleiben. Wie machst du das, Oleg? Ich mache das genauso, wie du jetzt gesagt hast. Ich meine, wir haben sehr viele, viele gemeinsame Sachen. Ich meine, wir haben so viel. Deswegen vielleicht verstehen wir uns so gut und ja, sind immer wieder irgendwo, kommen wir zusammen. Ja? Ich mache das genauso und ich mache dann am Ende des Jahres, am 31. Am besten. Das ist ja so ein Heilig, also 31. Dezember. Das ist ja bei uns in Russland so ein ganz wichtiger Tag, ja, wo du wirklich so Zusammenfassung machen kannst und neue Ziele setzen kannst fürs nächste Jahr. Das mache ich genauso. Ich habe immer meine 10 Punkte, was ich im Jahr fürs nächste Jahr erreichen will, zum Beispiel, egal in welcher Sphäre, ob das privat, persönlich, ob das Geld verdienen geht oder irgendwelche Entwicklungen oder was weiß ich. Also das sind einfach meine persönlichen 10 Ziele, was ich dann fürs Jahr mehr stelle oder setze. Und dann am Ende des Jahres schaue ich, was habe ich denn erreicht? Was hat sich dann eliminiert mit der Zeit? Weil manchmal ist es so, du verstehst dann das oder stellst dir fest, das ein oder andere ist nicht mehr wichtig für dich. Du hast ja mal was anderes, was wichtig wäre. So, und dann schreibe ich schon wieder einen Plan fürs nächste Jahr. Das ist immer so. Da gehört sich auch ein bisschen ein paar Wünsche dazu, ja, nicht nur so Ziele, sondern auch ein paar bisschen Träumen gehört ja auch dazu.
Visualisieren gehört dazu. Ich mag dann einfach am 31. auch meinen Wunsch auf den Zettel schreiben, das dann verbrennen und in meinen Sekt schmeißen und dann das trinken. Das machen wir in Russland ganz oft, weißt du, so dass der Wunsch erfüllt wird. Ja, ja, wusstest du nicht? Ja, also da bin ich ja schon auch so in dem Sinne, ja, glaube auch an Wunder. Weiß aber ganz genau, dass wir die Beweger von den Wundern selber sind, immer. Passiert nie was zufällig, ja, sehr selten. So, und wenn ich dann zum Beispiel in der Woche was ganz genau oder im Monat was ganz Konkretes erreichen möchte, dann mache ich das wöchentlich. Den gleichen Prozedere mache ich wöchentlich. Wirklich, dass ich dann die Punkte durchgehe, was ist mein Ziel am Ende des Monats, okay, und dann breche ich dieses Ziel auf Wochen. Und dann jede Woche mache ich eine Analyse. Was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Muss ich da irgendwo irgendwas nachholen? Müsste ich was verändern? Und. Also das ist immer, das mache ich immer. Wenn ich ja ein konkretes Ziel habe, immer. Ja, das ist super, dann passt ja das Zitat, was wir gerade hatten, ideal dazu, lass dich nicht gehen, geh selbst. Also du bestimmst dein Tempo, du bestimmst dein Ziel und wenn man sich das vorstellen kann, kann man es auch erreichen, sagt man ja so schön. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Und das ist ja auch das, was wir der Community gerne mitgeben. Lasst Träume zu, seid selber auch motiviert, Dinge zu erreichen. Setzt euch gerne auch mal höhere Ziele, aber visualisiert die Ziele und stellt euch vor, wie es euch geht, wenn ihr diese Ziele schon erreicht habt. Und auf dem Weg, diese Ziele zu erreichen, umgebt euch mit Menschen, die euch unterstützen können, die das Ganze auch mit euch tragen, mit euch gemeinsam. Und wenn es nur mental ist, also Mentoren zu haben, ist ja immer gut. Einen Coach zu haben, ist da auch super. Im Endeffekt geht es darum, was geht in euch selbst vor? Wie bringt ihr es auch für euch aufs Papier oder digital? Man kann das natürlich auch digital zeichnen. Lasst eurer Kreativität wirklich jeden Lauf. So, und dann habt ihr für euch das eigene Ziel mit eurer Vision verknüpft, mit euren Träumen, mit euren Wünschen verknüpft. Und realistisch sollte es natürlich auch ein Stück weit sein, aber stellt es euch vor. Lebt nicht in den Tag, sondern plant jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche. Und wenn ihr auch zwischendurch zurückschaut, okay, was habe ich da erreicht und einen Haken dran setzt, euch selber auf die Schulter klopft, das gibt Power für den nächsten Schritt. Glaubt an euch selber, das ist das Wichtigste einfach. So sehen wir das, Oleg, oder? Ja, ganz genau, so sehen wir das. Und meine erste Fehler in diese Richtung, sage ich mal, wo ich das für mich wirklich realisiert habe, dass es so ist, meine ersten Fehler waren, ich habe geträumt und visualisiert, aber nicht immer die Schritte nach vorne gemacht am Anfang. Ja, so die Schritte, entweder nicht die Schritte gemacht, so nach dem Motto, dass es reicht schon, wenn ich mir das visualisiere oder vorstelle. Ja, das war das erste Fehler meinerseits, ja, wo ich dann relativ schnell aber verstanden habe, hey, nee, da gehören die Schritte in diese Richtung dazu. Ja, das war das Erste. Und Zweite, ich habe auch versucht, immer, wie soll ich das machen? Ja, den Weg, schon gleich mal, dass der Weg mir klar ist. So habe ich mir erst so gedacht, ja, hey, ich will das und das erreichen, ich mache das und das, aber wie soll denn das gehen? Und viel zu viel Gedanken darüber gemacht. Ja, wie soll das denn gehen? Mach doch erste Schritte in der Richtung und dann plötzlich passieren Wunder. Dann siehst du den Weg irgendwann. Dann der wird geöffnet wie in Märchen, ja? weil du wirklich dich mental darauf fokussierst und aber auch alles, was du jetzt in deiner Kraft hast, alles in Bewegung setzt, dass dieses Ziel auch realisiert wird. Ja, und da muss man einfach ein bisschen sensibel sein in dem Moment und immer wieder dran denken, denkt nicht zu viel oder überlegt nicht zu viel, macht einfach. Ja? Ihr habt euer Ziel und macht einfach. Geht in der Richtung und der Weg, der findet sich definitiv. Super, super. Wenn wir uns nur das Ziel setzen, als Beispiel Kundenstamm aufzubauen, dann wäre zum Beispiel der erste Schritt, täglich mindestens 3 Kontakte in der Richtung und das Ganze dann umsetzen.
wie die Kontakte geknüpft werden. Das ist Training, das ist Coaching, das ist Erfahrungswert, das ist Lernen, das ist aber auch Fehler machen. Fehler machen gehören definitiv dazu. Vielleicht war es die falsche Person, die wir angesprochen haben. Vielleicht war es aber auch die falsche Vorgehensweise. Es gibt die Möglichkeit, das face-to-face zu machen, am Telefon, per WhatsApp. Aber es gibt auch die Möglichkeit, über Facebook, also Social Media, Kontakt zu knüpfen. Werbeanzeigen ist ein super Tool. Das kann man wunderbar nutzen, um auch die Zielgruppe genau zu definieren, sich Gedanken zu machen, wer ist denn überhaupt mein idealer Kunde? So, und wenn wir uns das vor Augen halten, liebe Community, dann sind wir orientiert, dann wissen wir auch, wo wir hinwollen und wen wir erreichen wollen. Wir können in unserem Leben nicht alles mitnehmen und wir können es auch nicht allen recht machen. Das ist einfach auch ein Lernprozess, den jeder für sich selber machen muss. Wir sind nicht everybody's darling, aber wir haben die Möglichkeit, uns die Kunden, uns die Teampartner, uns die Karriereschritte, die wir uns vorstellen, unser Leben selbst auszusuchen. Und Oleg, das hast du gemacht. Du hast in deinem Leben sehr zielstrebig deinen Berufsweg auch bestritten. Und der war nicht immer einfach, wie du gesagt hast. Aber du hast wichtige Schritte getan. Du hast an dich selber geglaubt. Erzähl doch mal der Community, du bist jetzt National Sales Manager oder wie ist deine genaue Bezeichnung? Ich bin Sales Director von Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja. Sorry, das ist natürlich noch viel, viel mehr von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also Dach, das ist schon Kompliment, wirklich super. Und die Leute, die schauen zu dir rauf, die Leute vertrauen dir und du hast deine Expertise, deine Erfahrungswerte, die du mitgebracht hast. Und da hast du auch das ein oder andere an Schweiß gelassen in der Zeit und bist auch teilweise mal gegen die Wand gerannt und hast gesagt, okay, das war jetzt eine verschlossene Tür, dann gehe ich halt einen kleinen Umweg, aber ich komme trotzdem zu meinem Ziel. Und das hast du ja nie vor Augen verloren, oder? Ja, stimmt. Genau so habe ich das gemacht. Also egal, was war. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ja, und dann tut einem manchmal schwer, die Emotionen zu bremsen und dann sich selbst zu sagen, hey, jetzt erstmal beruhigen, nochmal ausatmen, ja, und dann weitermachen und weitergehen und vielleicht woanders oder einen anderen Weg suchen, ja, in der andere Tür klopfen und so weiter. Ja, das ist ein Teil der Entwicklung, der jeder für sich macht. Es ist so. Und was mir immer geholfen hat, ich habe immer gesagt, wie du schon gesagt hast, ja, ich bin nicht jedes, wir sind nicht jedes Darling, ja, ich habe mir immer gesagt, ja, ich bin kein Stück Schokolade, das mich jeder liebt. Und dann aber auch, wenn ich zum Beispiel einen Misserfolg hatte im Gespräch oder den Partner nicht gewonnen habe oder irgendwie, ja, aus dem Termin rausgegangen bin und denke mir, oh, war nichts, dann habe ich mir immer gesagt, für mich auch, ich habe das analysiert natürlich, immer Analyse hat immer dazu gehört, was habe ich denn falsch gemacht, wo könnte ich mich verbessern und so weiter. Und dann aber habe ich immer für mich so einen Spruch, du kannst für den Richtigen nichts falsch machen, für den Falschen nichts Richtiges. Ja, oh ja. Und das ist einfach das, was mir Kraft gegeben hat am Ende des Tages. Ja, mich beruhigt gerade, weil das ist alles... Alle Erfolge und Misserfolge, die entstehen erstmal hier und hier. Ja? Und je nachdem, wie ihr dann in den nächsten Tag einsteigt, wird der nächste Tag auch laufen. Deswegen ganz wichtig, dass man wirklich mit guter Motivation und mit Abhaken gestern, heute wird was anders, ins neue Tag reingeht oder ins neue Woche, neue Jahr und. Man kann das unendlich verbreiten oder unendlich das definieren. Den Zeitraum. Okay, das kann man auch super in einem Zitat wieder zusammenfassen, und zwar in einem Zitat von Frank Lloyd Wright. Der Preis des Erfolges ist Hingabe, harte Arbeit und unerlässlicher Einsatz für das, was man erreichen will. Ganz genau. Ganz genau. Es ist so, definitiv. Wichtig ist, was man wie man sich dabei fühlt. Wenn man glücklich ist und wenn man weiß, hey, es geht weiter, ich will ja das und das erreichen und ich schaffe das, dann ist es doch alles gut.
Oder ich kenne ja auch sehr viele Menschen, die zum bestimmten Punkt kommen und sagen, ja, ich bin glücklich dabei und ich will nichts ändern. Das respektiere ich auch ganz gerne und sage, okay, dann ist es so. Aber ich selbst würde mir das nicht wünschen, dass ich irgendwann mir sage, ich habe jetzt alles erreicht, jetzt lebe ich einfach, wie es halt so kommt, sozusagen. Da würde ich mir nie wünschen, dass ich jetzt so diesen Moment in mir selbst erlebe. Oh, super. Oleg, wir hatten ja gerade kurz darüber gesprochen, dass du im Direktvertrieb unwahrscheinlich auch schnell dein Team aufgebaut hast. Kannst du der Community einen Tipp geben, wie du das so schnell geschafft hast? Weil wenn ich da mal auf die Zahlen schaue, du hast in kürzester Zeit geschafft, von 100 auf 1500 Beratern dein Team zu erweitern. Und das gerechnet auf 4 Jahre. Das ist eine super Geschwindigkeit. Du hast das Ganze begonnen und es hat sich dann dupliziert. Aber das hängt ja auch immer von der Führung ab. Also der Kopf der ganzen Geschichte ist immer das Entscheidende. Der Umgang mit den Menschen ist ja unwahrscheinlich wichtig. Aber erzähl doch mal der Community, worauf jeder achten sollte, wenn er Team aufbaut. Ja, also das war ja so, wo ich angefangen habe, das war mein erster Einstieg in Direktvertrieb. Das war, ich wusste von nichts noch. Ja, das war mein Wissensgrad war wirklich fast null. Und da habe ich mich einfach, ich hatte keine Angst. Ich habe einfach gemacht, jeden Tag. Ich habe gezielt alles getan. Ich habe gezielt meinen Weg gegangen. Ich habe gezielt mir aufgeschrieben, wie viele Leute will ich in welche Zeit finden, wie soll ich mit die arbeiten und so weiter. Ich habe mich aber nie gefragt, wie mache ich das. Ich bin einfach rausgegangen teilweise auf der Straße, die Leute auf der Straße angesprochen. Bei mir gab es ja keine Grenzen. Ich habe für mich keine Ausreden gesucht. Weil man weiß ja immer, wo die Ausrede aufhört, da fängt an der Erfolg. Ja, so, und das war ja genauso bei mir. Ich habe mir nie ausreden lassen für mich selbst, ja. Mach einfach, geh weiter, zeige das, tu weiter und so weiter. Ich habe mich einfach so jeden Tag, von Tag zu Tag, wollte ich mich entwickeln und mein Team größer zu machen, ja. Und das war für mich nicht fraglich, wie, warum, wieso. Ja, weil das ist mein Job und das macht mir Spaß, Leute. Ja, und dann natürlich wenn das in die Duplikation kam, weil das erste Jahr habe ich das komplett alles alleine gemacht. Ich hatte niemanden, der duplizieren könnte. Ja? Und dann, wo das wirklich in die Duplikation kam, habe ich einfach so viel wie möglich von meiner Erfahrung an den Leuten weitergegeben. Ich habe mein Wissen und meine Erfahrung niemals für mich behalten. Nie. Ich habe immer das geteilt. Ich habe immer gezeigt, wie ich das mache. Ja. Dann habe ich das mit Menschen zusammen gemacht, mit der Führungskraft zum Beispiel, haben wir das zusammen gemacht. Und dann habe ich machen lassen. Das sind ja 3 wichtige Schritte. Zeigen, mitmachen, machen lassen. Und dieses Schema hat immer gut funktioniert. Ja? Und da muss man einfach strebig dahinter stehen und immer das mitmachen. Immer wieder. Nichts in die Luft lassen. Ja? So nach dem Motto, ja, wird irgendwie. Wenn man so denkt, das wird irgendwie, dann wird es genauso irgendwie. Ja. Und das war mein, ich sag mal, mein Motto und das ist das, wie ich immer gearbeitet habe. Und ich habe auch immer gerne meine Kolleginnen das gezeigt und mit meinen Kolleginnen gearbeitet, die nicht in meinem Team waren, die halt einfach genauso gearbeitet haben wie ich. Und das hat sich immer ausbezahlt. Ausbezahlt in dem Sinne, dass die Menschen immer gut zu mir waren. Ich habe so viele gute Menschen auf den Weg getroffen und ich war immer so die Glückliche sozusagen, wie viele meinen, ja, dass ich ja immer wieder positiven Menschen an meiner Seite hatte. Ja. Ja. Ich kann mich noch super an Situationen erinnern, wo wir Power-Akquise geleistet haben in Mannheim am Wasserturm. Es ist Wahnsinn, wie viele nette Menschen wir da kennengelernt haben. Aber wie diszipliniert du auch an die Arbeit gegangen bist. Und du warst dir wirklich für nichts zu schade, weder im Selbertun noch im Vormachen mit dem Team. Und ich glaube, dass der Punkt, wirklich Leader zu sein,
Lieder gehen voran, Lieder zeigen, Lieder sind das Exemplar und das Vorbild für die ganze Mannschaft. Du hast dich immer auf Augenhöhe auch mit den Menschen bewegt und nie aus der Position heraus delegiert, sondern motiviert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und deswegen hat das auch so viel Spaß gemacht, dich da zu begleiten und auch zu beobachten, wie du dich weiterentwickelt hast. Und da wirklich meinen ganz großen Respekt, lieber Oleg. Also von dem Zeitpunkt, wo wir uns das erste Mal gesehen haben und die Coachings durchgeführt haben, bis zu dem Zeitpunkt, als sich unsere beruflichen Wege getrennt haben, aber das Persönliche natürlich immer geblieben ist, weil Menschen, die zusammengehören, werden noch immer zusammenbleiben. Das muss nicht jeden Tag sein, das kann über Monate hinweg auch mal gehen, dass man sich nicht hört. Aber ich glaube, dass das Ganze ein ganz wichtiger Faktor ist für dein Team, dass du immer nah dran bist, für jeden auch da bist und manchmal auch ein bisschen über deine Leistungsgrenze gehst. Und ich glaube nicht nur manchmal, sondern auch sehr oft. Pass auf dich auf, das kann ich dir nur mit auf den Weg geben. Nimm dir auch den Freiraum. Aber ich bewundere deine Arbeit und kannst du der Community nochmal einen Tipp geben, was das Allerwichtigste ist, wenn das Team dann immer größer wird, weil irgendwann verliert man auch den Überblick, oder? Ja, definitiv. Man verliert den Überblick irgendwann. Aber das Wichtigste ist, dass man die eigenen Aufgaben, die man früher, wenn das Team klein war, hatte, dass man auch diese Aufgaben dupliziert und verteilt. Dass jeder wirklich weiß, was er zu tun hat. Und dann, wenn man, sage ich mal, 1.500 im Bestand hat, ja, da gibt es ja auf jeden Fall dafür 60, 70 Teamleiter zum Beispiel, wie in Direktvertrieb, muss ich das so erklären, ja. Und dann muss man dann nicht mit 1.500 Leuten arbeiten, sondern mit 50 oder vielleicht auch mit Top 10. Ja, einfach diese Grenze, also diese Aufgaben auf Top 10 setzen und immer mit Top 10 arbeiten, die dann einfach wissen auch von dir aus gelernt, dass die dann nach unten auch genauso die Aufgaben verteilen, zusammenarbeiten und so weiter, ne? Dass man einfach wirklich so diese Struktur hat und dann wird es halt einfach. Je nachdem und natürlich auch niemals von der Position heraus, wie du sagst, niemals mit den Menschen irgendwie aufgehoben zu sprechen. Ich sage immer, jeder Mensch ist gleich. Ja? Egal, was für Position man hat, wie viel Geld man hat, wo man lebt, was für Hintergrund man hat, das spielt keine Rolle. Wir sind alle Menschen und wir müssen so mit den Menschen umgehen, als wie wir wünschen, dass die Menschen mit uns umgehen werden. Ja? Und das ist immer mein, auch so eine Regel von Kindheit, der mir irgendwann mal Oma beigebracht hat. Ja, und diese Regel hat mich nie im Stich gelassen, sozusagen. Hat mich immer weitergebracht. Super. Das freut mich. Also im Endeffekt weiß ich ja auch, dass du nicht nur mit Scheuklappen gehst, sondern du gehst auch mit einem ganz breiten Blick. So, und dieser breite Blick, der hat auch damit zu tun, dass du für dich selber erkannt hast, dass es auch wichtig ist, aus deiner Position, die du jetzt hast als Director, auch mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten. Weil ich bin der Meinung, dass Firmen, die untereinander von Abteilung zu Abteilung kommunizieren, das heißt Vertrieb, Marketing, der Innendienst, alle wichtigen Personen, die an einem Strang gemeinsam ziehen, nämlich das Unternehmen nach vorne zu bringen. Jeder lebt vom anderen. Der Außendienst lebt vom Innendienst und der Innendienst lebt vom Außendienst. Das ist eine ganz klare Geschichte, das kann man nicht wegreden. Und du bringst alles kommunikativ auch zusammen. Und ich weiß auch jetzt, dass du in der Firma, in der du jetzt Director bist, gut auch mit dem Innendienst und mit der Marketingabteilung auch zusammenarbeitest. Und was ist denn da wichtig? Was kannst du den Menschen mit auf den Weg geben, sich selber auch einzubringen, beziehungsweise da ein bisschen breiter zu denken, um sich da auch weiterzuentwickeln? Was ist da der Tipp für dich? Ja, klar. Also mein Tipp wäre, überlegt euch immer, wenn es vor allem so eine Struktur wie eine Firma geht, dass am Ende des Tages jede Abteilung und jeder Mensch, der jetzt im Büro jeden Morgen reinmarschiert sozusagen, alle haben das gleiche Ziel. Das Ziel ist, das Unternehmen voranzubringen, besser zu sein, höheren Umsatz zu machen,
Je nachdem, ja, aber es, am Ende des Tages geht ja dann immer um höheren Umsatz. Und alle in diesem Team machen, also wollen das Gleiche und sollen in gleiche Richtung gehen. Und das darf man nie vergessen. Das sind die Menschen, die gleiche Ziele haben wie du. Und deine Aufgabe oder von jedem ist der Aufgabe zu verstehen, warum mein Kollege so oder so getan hat. Ja, und einfach mit Menschen immer menschlich bleiben und sprechen können und fragen können, hey, warum hast du das so gemacht? Ich verstehe das gerade nicht, bevor man sich da aufregt oder sonst was, ja? Und wenn da Dialog entsteht, dann verschwinden die Probleme oder Sachen, ja, fast sofort, weil man dann wirklich den Hintergrund versteht. Ja, und wie gesagt, einfach nicht vergessen, jeder von uns arbeitet für das Gleiche, jeden Tag. Und dann, ja, dann sollen wir einfach gemeinsam und als Team erreicht man immer viel, viel mehr als Einzelkämpfern. Immer viel mehr. Ja, und das ist halt einfach Vorteil für jeden, als Team zu arbeiten und nicht als Alleinstehende da am Computer sitzen und denken, dass die ganze Welt gegen ihn dreht. Stimmt ja gar nicht. Ja, also wir sind alle Menschen und guckt ja mal rum, das macht so viel Spaß, mit den anderen zu arbeiten, wirklich. Und dann tut das ja und spricht mit eurer Mitarbeiter oder aber auch mit euren Kolleginnen und Kollegen. Und dann wird alles klappen, wird alles bestens. Okay, super. Das heißt also, man braucht nicht nur das eigene Warum, dass man Ziele für sich selber hat und das Warum erkannt hat, warum man etwas tut und auch in der Zukunft tun wird, sondern man muss auch verstehen, welches Warum andere Personen aus anderen Abteilungen haben. Du hast ein gutes Beispiel genannt. Wenn ich etwas nicht verstehe, wenn zum Beispiel ein Änderungsprozess angestrebt wurde von der Firma und ich als Führungskraft oder als Berater nicht verstehe, warum sind jetzt neue Unterlagen rausgekommen, warum ist das eine wieder umgestellt worden, warum wird mit einem anderen Programm gearbeitet, warum hat sich das Abrechnungsverfahren geändert oder. Es gibt ja so viele Dinge, die da mit einem ganz großen Warum beziffert werden. Es ist unternehmerisches Denken und eure eigene Verantwortung, das zu hinterfragen. Und genau das machst du, Oleg. Du gehst zu der anderen Abteilung und sagst, hey, lieber XY, warum hast du diese Entscheidung getroffen? Warum ist das für dich wichtig? So, und wenn wir dann die Klarheit bekommen, haben wir auch das Verständnis. Wir können sagen, okay, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Entweder passen die Meinungen übereinander und zusammen. Vielleicht bleibt das aber auch kontrovers, dass die Meinungen unterschiedlich sind, aber trotzdem findet man einen Weg, sich zu arrangieren. Und das ist ja das Wichtigste in unserem Leben, in unserem Berufsleben, muss man einfach so sagen. Und Ganz genau. das, was du gerade gesagt hast, Oleg, ist genau richtig. Das große Warum der anderen auch zu verstehen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sehr schön. Vielen Dank. Genau. Ja, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt schon 43 Minuten wirklich sehr informativ uns ausgetauscht. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ich weiß, dass du einen Wunsch für die Community hast und den du unbedingt heute noch loswerden möchtest. Was möchtest du der Community mit auf den Weg geben? Ja, ich möchte einfach euch allen wünschen, dass ihr euch selbst vertraut, ja, und dass ihr euch selbst zuhört und aber auch traut, die Sachen machen, was ihr früher nie gemacht habt. Wenn ihr besser sein wollt oder was anderes erreichen wollt als gestern, sollt ihr auch was anderes und besseres tun, als ihr gestern getan habt, ja. Traut euch und ich weiß ganz sicher eins. Wenn irgendwas in eurem Kopf gekommen ist und ihr stellt es euch vor, dann könnt ihr das auch erreichen. Immer. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen allen. Super. Vielen, vielen Dank, Oleg. Das ist ein schönes Schlusswort. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, mit dir mich auszutauschen und die Situation, die für dich wichtig ist, die dein Leben bestreitet hat, die dir die Kraft gegeben hat, nach Deutschland zu kommen, die Sprache nicht zu kennen, aber trotzdem dein großes Warum zu leben. Und ich finde das phänomenal, wie du dein Leben bestreitest. Ich weiß auch, dass du Ziele hast für die Zukunft. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg dabei, diese Ziele auch zu erreichen und dabei immer glücklich zu sein, auf die Familie zu schauen, aber auch auf deinen beruflichen Werdegang zu schauen und vor allen Dingen
Du bist der beste und wichtigste Mensch in deinem Leben. Schau auch auf dich. Genieße es auch für dich, einmal ganz still zu sein. Und da hast du auch Möglichkeiten für dich, das weiß ich. Und ich möchte das Ganze abschließen mit einem Zitat und einem Gruß an die Community. Und das ist von Mark Twain. Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, umso besser wird sie bezahlt. Bitte, liebe Community, behaltet immer den Spaß an eurer Arbeit. Und wenn ihr merkt, ihr seid in einer Sackgasse, geht einen kleinen Umweg, aber verliert niemals euer Warum und euer Ziel aus den Augen. Und das kann ich mir nur wünschen für alle. Bleibt gesund. Schaltet gerne um 15 Uhr gleich noch ein. Da geht es nochmal weiter. Da gibt es nochmal ein kleines Live und zu spannenden Thema unserer Pokermethode. Das ist gerade ein ganz wichtiges und großes Projekt, das wir begleiten dürfen. Da bin ich dann gleich nochmal zu sehen. Aber nächste Woche Mittwoch, 13 Uhr, geht es weiter mit einem Interview. Und wenn du der Meinung bist, du hast der Community was Wichtiges mitzugeben, bitte bewirb dich bei mir, schreib mir eine Nachricht und dann werden wir das nächste Interview mit dir gemeinsam führen. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Aber jetzt können wir, lieber Oleg, wenn du für dich selber noch einen Punkt hast, den du loswerden willst, ist jetzt die Gelegenheit. Ansonsten würden wir uns von der Community verabschieden. Ganz genau. Also ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ich wünsche euch alle auch viel Erfolg und vielen lieben Dank für die Möglichkeit heute, Jessie. Ich habe mich riesig gefreut auf unsere Interview. Und ich wünsche euch allen viel, viel Erfolg, viel Sonne und ja, alles bestens. Und wir sehen uns. Glaube ich. Genau, auf jeden Fall. Viel Erfolg, viel Spaß an alle und bis bald. Ich freue mich drauf. Macht's gut.